Meine Damen und Herren, zu unserem GNC-Kampf im Catchweight bis 73 Kilogramm begrüßen wir in der blauen Ecke den Fighter aus dem glorreichen MMA Spirit Frankfurt. Es ist sein Profi-Debüt. Please welcome and welcome to GMC. Hier Max Heil! Sein Gegenüber in der roten Ecke repräsentiert das Team Ismail. Seine MMA-Bilanz: ein Sieg, keine Niederlage. Er war siegreich bei GMC 18. Wer kennt ihn nicht? Meine Damen und Herren, hier ist der Sohn Hamburgs. Hier ist Uwe, Flying Uwe Schüler. Referee Jakob Müller from Tschechien. Da sehen wir beide in der Gegenüberstellung. Flying Uwe zur linken, Max Heine zur rechten. Beide gleich groß, also physisch nehmen sich beide nicht allzu viel. Aber wie sieht es technisch aus, lieber Andreas Kaniotakis? Liegen da beide auf Augenhöhe oder hat da der eine von beiden Vorteile? Schafft es Max Heine, der vergleichsweise unbekannte Max Heine, den YouTube-Star heute zu besiegen? Genau das gilt es herauszufinden, denn Heine ist ein verhältnismäßig unbeschriebenes Blatt. Und was Schüder zu leisten vermag, das haben wir zumindest in Ansätzen gesehen im letzten Kampf, aber auch noch nicht alles. Also viele, viele Fragezeichen und deswegen ist das hier so spannend. Heine, wie gesagt, für ihn wurde viel gesprochen, aber er muss jetzt diesen Worten Taten folgen lassen. Was mir sofort auffällt ist, Schüder hat da am Rücken dieses Kinesio-Tape, diese grünen Klebestreifen, die wir da aus seiner Kampfhose rausgucken sehen. Und das ist meistens ein Zeichen dafür, dass da irgendwo, ich will nicht sagen eine Verletzung ist, aber zumindest mal ist da vielleicht Gewebe angespannt. Und er hat das Gefühl, dass er das ein bisschen unterstützen musste. Wir sehen den für Flying Uwe typischen Stand, also einen sehr breiten, sehr, sehr seitlich zum Gegner aufgestellten Stand. Den kennt man so aus dem Kung-Fu. Uwe hat ja eine Menge Point-Fighting-Turniere auch bestritten. Auch dort wird so agiert, weil da nach einem Treffer eben auch kurz unterbrochen wird und dann geht's weiter. Hier im MMA ist das nicht so und ein solcher Stand hat gewisse Vorteile, hat aber auch gewisse Nachteile. Man ist nämlich anfälliger für Low-Kicks. Wir haben da jetzt auch schon ein, zwei gesehen von Max Heine. Wo sind die Vorteile eines solchen Stands? Der Vorteil ist, dass man sich schnell eindrehen kann, dass also gedrehte Techniken, auch Kicktechniken schneller angesetzt werden können. Der Nachteil ist, dass die Schläge zumindest vermeintlich nicht so hart kommen und dass man eben auf Techniken wie diesen Low-Kick anfälliger ist. Wir sehen es auch schon, eine Rötung da am vorderen Bein, am Beinbizeps von Uwe Schüder in der Kniebeuge. Und wir sehen vor allen Dingen auch, wenn wir uns mal das Bein von Schüder angucken und das Bein von Heine, einen Unterschied in dem Umfang. Also ein absoluter Musterathlet, dieser Flying Uwe. Heine immer wieder mit diesen Low Kicks, hat, wie bereits gesagt, zwei Amateurkämpfe bislang bestritten, beide gewonnen, beide auch vorzeitig gewonnen. Einen durch K.O., einen durch Aufgabe, die sogenannte Submission, bei der der Gegner mit einem Hebel oder einem Würgegriff zum Aufgeben gezwungen wird. Also ist sowohl im Stand als auch am Boden gefährlich. Und mich würde zum Beispiel mal interessieren, wie Flying Uwe sich am Boden schlägt. Denn dass er im Stand was kann, das wissen wir, das haben wir im ersten Kampf auch gesehen. Als Kung-Fu-Kämpfer ist das auch wenig überraschend, aber was hat er am Boden gelernt? Hat jetzt hier wieder einen harten Low-Kick genommen und das Bein, der Bein-Bizeps, du hast es richtig gesagt, Andreas, rötet sich ja immer mehr. Für mich natürlich auch mal spannend, wie die Kämpfer taktisch eingestellt sind. Denn natürlich gibt es diesen Vorbehalt, ja, das sind ja Käfigkämpfe und die Leute, die laufen da einfach nur aufeinander zu und prügeln wild aufeinander ein. Aber nein, die Kämpfer machen sich vorher sehr, sehr viele Gedanken, studieren ihren Gegner, wenn möglich, schauen sich Taktiken aus und schauen sich da Stärken aus, die sie selber einbringen können, aber auch Schwächen, die der Gegner vermeintlich hat. Und die eine Taktik, die wir jetzt schon raussehen können, ist, dass Max Heine hier mit den Low-Kicks versucht zu agieren. Damit hat er ganz gut Erfolg. Es ist immer noch ein bisschen verhalten für meinen Geschmack. Also beide sind etwas zurückhaltend und haben Respekt da vor ihrem Gegner. Ich bin mal gespannt, ob Heine irgendwann aus sich rausgeht und ob er tatsächlich irgendwann auf den Takedown sucht. Ob das auch Teil der Taktik sein wird.
Ja, Schüder hier mit sehr, sehr vielen Finten. Deutet immer mal wieder den Kick an mit dem hinteren Bein. Bewegt sich viel im Oberkörper. Und gerade mit einem Stil, wie er ihn hat, der im MMA doch recht ungewöhnlich ist, ist er natürlich für den Gegner auch schwer ausrechenbar. Deswegen sehen wir jetzt hier Max Heine ebenso recht verhalten. Diese Abtastphase hier dementsprechend ein bisschen länger. Dauert jetzt schon 3,5 Minuten an. Und das Ganze ist natürlich auch ein Kampf auf psychologischer Ebene. Denn Heine ist noch verhältnismäßig unerfahren in dem Sport. Jetzt hat er hier, wir hören es gerade, im Prinzip die ganze Halle gegen sich. Kann er das hier ausblenden? Oh, schöne Rechte. Gute Rechte getroffen. Und wenn wir die ganzen Low-Kicks, die getroffen haben, noch dazu zählen, dann liegt er hier punktemäßig vermutlich vorn, der Kämpfer aus dem Frankfurter MMA-Spirit. Aber das will nichts heißen. In einem Sport wie MMA kann ein Kampf in jeder Sekunde entschieden werden. Und Uwe, Flying Uwe macht das hier sehr, sehr gut. Überstürzt nichts. Sucht sich seine Lücken. Und wenn er sie sieht, dann sticht er zu. Hat da ein, zwei Mal seine Rechte anbringen können schon. Ui. Fängt sich hier aber einen High Kick. Oh! Springt er hinterher mit dem Knie. Max Heine, und das zeigt mir, dass er da nur auf den Moment wartet. Der ist angespannt wie so eine Feder und entlädt sich in dem Moment, wenn er denkt, okay, da ist jetzt meine Öffnung. Ja, und der Reflex vieler unerfahrener Kämpfer ist es dann, sofort zurückzufeuern, den Gegner quasi zu bestrafen, sich das zurückzuholen. Das haben wir hier bei Schüler jetzt auch kurz gesehen. Der wollte da ganz kurz zum Gegenangriff übergehen, hat sich das aber richtigerweise schnell wieder anders überlegt. Und dann hat es mal ein bisschen Ruhe einkehren lassen, nimmt jetzt hier aber immer mehr harte Treffer gegen Ende dieser ersten Runde. Und vor allen Dingen die Rechte findet ein Zuhause von Heine, der immer besser hier boxerisch auch ins Spiel kommt. Und der immer selbstbewusster auch wird, ihn jetzt schon zum Schlagen einlädt. Und da ist die erste Runde vorüber. Und wir schauen noch mal ein bisschen auf das, was wir da in der ersten Runde gesehen haben. Die besten Aktionen von Schüder mit Sicherheit, diese Front-Side-Kicks mit dem vorderen Bein. Und hier sehen wir eine Aktion, wo er genau damit eben Heine beim Reinkommen abgebremst hat. Und die Low-Kicks waren die Geschichte, mit der Heine am Anfang am meisten Erfolg hatte. Und da am Ende der Runde auch immer wieder mit der rechten Overhand. Da ist Schüder so ein bisschen aus der Balance gekommen, aber Heine sofort hinterhergegangen. Wir sehen es hier aus der Balance und Heine sieht da seine Chance. Auch das Knie trifft fast. Und das kann auch mal schnell den Kampf entscheiden, lieber Marc Bergmann. Und daran sehen wir auch, dass diese Gefährlichkeit, die Heine mitbringt und die seine Teamkollegen ihm da attestiert haben, definitiv auch real ist. Und das haben die nicht nur gesagt, um ihn da größer zu machen, als er ist, sondern Uwe Schüder hat es hier echt nicht einfach. Ja, du hast den Druck angesprochen, lieber Andreas, für einen Max Heine, der es natürlich nicht gewohnt ist, im Rampenlicht zu stehen, der hier vor fast 7000 Zuschauern in der König-Pilsener Arena seinen ersten Kampf, seinen ersten Profikampf bestreitet. Also mit diesem Druck, finde ich, geht er sehr, sehr gut um. Wirkt da relativ gelassen, ruft sein Potenzial hier bislang ab. Und was wir, wie ich finde, im Gesicht von Uwe Schüder sehen, ist ein bisschen mehr Verbissenheit als in der ersten Runde. Der weiß natürlich, dass er die abgegeben hat, will sich die jetzt zurückholen. Und ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Das kann in beide Richtungen gehen. Es kann auf der einen Seite natürlich mehr Motivation bedeuten. Auf der anderen Seite ist es aber auch möglich, dass man dann überhastet ist und vielleicht irgendwo in eine Aktion reinrennt. Und das sind dann auch genau die Aktionen, die dafür sorgen, dass man sich die Hallenlichter mal vom Rücken aus anguckt. Weiterhin sehr besonnen, was Max Heine hier macht. Überstürzt nichts. Ja, und Uwe Schüder sehr, sehr viel im Rückwärtsgang für alle, die vielleicht wegen ihm hier heute einschalten und noch nicht ganz so oft MMA geschaut haben. Also man kann durchaus auch Kämpfe im Rückwärtsgang gewinnen. Es gibt Konterkämpfer und gerade Kämpfer mit einem Background in einer traditionellen Kampfsportart wie dem Kung Fu sind häufig solche Konterkämpfer, die eben darauf warten, dass der Gegner nach vorn stürmt und ihn dann abkontern wollen. Aber das kann eben auch nach hinten losgehen, denn so gibt man dem Kämpfer, dem Gegner viel Raum. Das sehen wir hier gerade. Und Max Heine, der nutzt diesen Raum. Bodylock bringt Schüler hier zu Boden. Und jetzt sehen wir, wie gut sich der Hamburger im Bodenkampf schlägt. Side Control für Max Heine. Und steigt in die Mount. Aber Schüler auch sofort wieder in die Halfguard. Also hat hier schnell verteidigt. Und das zeigt, dass er auf jeden Fall sehr viele Stunden Training im Bodenkampf absolviert hat. So Grappling, wie man auch sagt, oder
Und Nogi, Jiu-Jitsu, Lutta Livre, wie auch immer. Das sind die Disziplinen, die die Kämpfer da trainieren. Heine attackiert hier mit Ellenbogenschlägen. Schüder versucht, die Hüfte von Heine nach hinten zu drängen. Und genau das ist richtig. Und das zeigt mir, dass er da durchaus was kann. Aber natürlich ist es schwer für ihn, denn er ist hier in der Unterlage. Trotzdem können Kämpfer aus der Unterlage Kämpfe für sich bestimmen. Auch wenn es hier aus der Halfguard besonders schwer ist. Er müsste also jetzt schaffen, zumindest mal seine Beine um die Hüfte von Max Heine zu schlingen. Und dann wäre er in der sogenannten Full Guard. Heine verwaltet aber hier seine Position gut. Noch eine halbe Runde Zeit zu arbeiten. Ja, hier am Boden also nicht nur Hebel- und Würgegriffe erlaubt, sondern eben auch das Schlagen mit den Fäusten und mit den Ellenbogen. Aber wie wir hier sehen an Uwe Schüder, der auf dem Rücken liegende Kämpfer keinesfalls wehrlos. Ganz im Gegenteil, der tut hier sein Nötigstes, um Heine zu sperren, um Attacken zu vermeiden und kann, wie du schon gesagt hast, wenn er sich die Guard zurückerarbeitet, auch Attacken von unten anbringen, Hebel, Würgegriffe und Kämpfe so beenden. Heine macht das hier aber ganz gut, staucht sich Schüler hier richtig zusammen, macht ihn da fest und lässt kaum Platz für den YouTuber, um hier eine Gegenaktion anzubringen. Jetzt haben wir hier diese Full Guard Position. Also eine deutliche Positionsverbesserung für Uwe Schüder, der seinen Gegner jetzt kontrollieren kann mit den Beinen, heranziehen, wegschieben kann, hier aber erstmal ein paar harte Hände nimmt und da muss er was gegen tun. Und das vielleicht mal vorweg gesagt, der Kampf kann abgebrochen werden, auch wenn ein Gegner nicht besinnungslos ist. Also er muss nicht klassisch K.O. sein, sondern sobald sich der Kämpfer nicht mehr intelligent verteidigen kann, wird abgebrochen. Hier wird aber erstmal ein Blick vom Ringarzt geworfen auf die Cut-Verletzung, die da Uwe Schüder hat. Diese Cuts sehen oftmals sehr, sehr brachialisch aus. Da läuft dann etwas Blut aus einer Öffnung in der Haut. Die vermischt sich mit dem Schweiß und dadurch sieht das immer nach sehr, sehr viel Blut aus. Ist aber ungefährlich und falls es nicht so ist, haben wir immer auch medizinisches Personal vor Ort, wie hier zum Beispiel den Arzt, der sich genau anguckt, wo ist dieser Cut, sind wichtige Nerven betroffen, läuft da zu viel Blut raus. All diese medizinischen Dinge werden abgeklärt, denn an allererster Linie steht hier natürlich, und hier sehen wir die Situation, in der diese Cut-Verletzung entstanden ist, in allererster Linie steht hier natürlich mal die Gesundheit der Kämpfer im Vordergrund. Ja, und der Arzt schaut jetzt darauf, wo sich dieser Cut befindet, ob das Blut ins Auge läuft, die Sicht behindert, das wäre also ein Grund, den Kampf abzubrechen, oder ob vielleicht Nervenbahnen dort beschädigt werden können. In der Regel ist das nicht der Fall, wie du es schon gesagt hast, Andreas, ein solcher Cut, eine solche Platzwunde sieht schlimmer aus, als sie ist, aber der Arzt schaut schon relativ lang drauf, scheint aber zu nicken, ist auch ein erfahrener Mann, ist seit vielen, vielen Jahren bei MMA-Veranstaltungen am Käfig zugegen. Jetzt schaut er nochmal hin. Also Jakob Müller, der Referee, scheint da Einwände zu haben gegen das Urteil des Arztes, aber es ist eigentlich nicht seine Sache, hier darüber zu entscheiden, ob dieser Cut gefährlich ist oder nicht. Ja, dafür gibt es eben tatsächlich auch die Expertise. Und der Kampf ist vorbei. Wow. Der Kampf ist vorüber. Auf den zweiten Blick hat sich der Arzt hier offensichtlich umentschieden. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, das Urteil des Kampfgerichtes. Sieger durch TKO nach 3:25 in Runde 2 und verletzungsbedingter Referee, der Arzt hat es gestoppt. Referee stops contest. TKO aus Frankfurt, Max Heine! Ja, wir sprechen natürlich auch mit dem Sieger zuerst, aber mal mit einem stolzen, mit einem fast schon glücklich, muss man sagen. Verlierer. Aber, hol ihn noch mal her, er ist doch der Sieger, hol ihn mal her. Den holen wir gleich noch hierher, vielleicht noch ein, zwei Worte vorher mit dir. Du hast hier einen tollen Kampf abgeliefert, hast keinen Grund, den Kopf hier hängen zu lassen, tust du scheinbar auch nicht, scheinst ganz zufrieden sein mit der Geschichte. Ja, ist halt ein Cut, das kann man nicht beeinflussen, ich habe keine Fresse aus Stahl, weißt du. Irgendwann geht sie halt auf, ja. Aber war witzig, war wie warmer Regen, war schön. Ja, es war vor allen Dingen interessant, auch für die Fans mal zu sehen, wie du dich am Boden schlägst, hast dich da gut verkauft und ich höre so ein bisschen aus deinen Aussagen raus, das war für dich noch nicht das Ende des Kapitels MMA, sondern wir sehen dich hier bestimmt nochmal wieder bei GMC. Ja, ich meine, wäre ja zu schön immer Gewinn, Gewinn, Gewinn. Ich meine, wir sind alle Kämpfer und wollen einfach kämpfen. Was danach passiert, ist scheißegal, Hauptsache man kämpft, man hat das Gefühl befriedigt und dann kann man anderes wieder machen. Also, das sind die Worte eines wahren Kriegers. Ich danke dir erstmal, dass du dir die Zeit hier noch genommen hast. Großen Applaus für Flying Uwe Schüder.